Die Dodge Viper wurde von 1992 bis 2017 gebaut und ist hier in Europa auch als Chrysler Viper bekannt. Für dieses Mini-Z-Projekt habe ich mir die 2000er Viper GTSR vom 24-Stunden-Rennen in Daytona als Vorbild genommen. Sie hat damals den ersten Platz belegt und ist schon sehr imposant, was Daten und Zahlen angeht. Da haben wir das gute Stück, wurde auf jeden Fall gut verpackt, sodass ich es jetzt mit einer Hand mal versuche für euch auszupacken. Das ist erst mein zweites Kyosho Mini Z Auto und sieht doch ganz gut aus. Was auffällt, oben guckt schon mal keine Antenne raus, da muss ich gleich mal gucken, was da los ist. Aber ansonsten keine Schrammen am Lack, alles noch da, wo es hingehört, Spiegel sind da. Der Wagen sieht richtig gut aus. Aber wir wollen ihn noch verschönern, darum geht's in der Kress Garage. Und das soll er werden. Die Nummer 91 hat damals 2000 die Daytona gewonnen, das 24-Stunden-Rennen in den USA. Und ich suche jetzt erstmal online so ein paar Fotos raus, damit ich mir angucken kann, welche Sticker brauche ich eigentlich alle, welche muss ich überbringen. Ich habe mir Photoshop geöffnet und jetzt bringe ich die Grafiken erstmal rein und muss die als Schwarz-Weiß-Version anlegen, damit ich die nachher im Schnittprogramm gut schneiden kann. Jetzt gucken wir uns erstmal das MR01-Chassis an. Sieht sehr gut aus. Wir sehen hier schon, die Antenne ist abgebrochen. Das heißt, da muss ich aus Federdraht eine neue Antenne biegen. 0,8 mm soll sie stark sein, aber ansonsten sind alle Teile da. Ich sehe keine Brüche. Das wird schon ein schönes Modell werden, wenn es fertig ist. Tuning ist noch nicht verbaut, aber im Grunde macht es ja auch Spaß, einfach nur so zu fahren. Jetzt messe ich nach, wie groß die Originalsticker dann nachher auf der Karosserie sein sollen. Das ganze Stück ist ja schon recht klein. Hier habe ich jetzt die Sticker sozusagen in das Schnittprogramm übertragen. Hier ist die Folie, mit der ich dann die Sticker ausplottern möchte und hier ist auch der Plotter. Alles angelegt richtig, jetzt geht's ans Plottern. Als erstes fange ich mit der weißen Farbe an. Das Ganze werden teilweise zweifarbige Sticker und so klein habe ich noch nie geplottert. Hier seht ihr, wie das Schneidemesser sozusagen über zwei Dimensionen über die Stickerfolie geschoben wird und man kann danach gut den Schnitt erkennen. Jetzt muss man die Trägerfolie die überflüssige Folie entfernen und hat danach dann die Sticker auf der Trägerfolie unten drauf kleben. Das sind jetzt erstmal die Sticker, die ich haben möchte. Ich habe mir jetzt noch eine zweite Farbe ausgedruckt, denn gerade die Zahl auf dem Dach, die hat eine schwarze Outline, wie das Original hat, und da muss ich mit zwei Farben arbeiten. Das heißt, ich habe erst einen schwarzen, etwas größeren Sticker angelegt und klebe dann die kleinere Zahl da drauf. Jetzt geht's ans Übertragen, aber zuerst muss ich noch den Sonnenschutz sozusagen, den roten Streifen oben auf der Windschutzscheibe anbringen. Hierfür habe ich mir einen passenden roten Klebestreifen genommen, den ich jetzt erstmal noch mit einem Messer zuschneide, damit er sozusagen der Form und der Dichtung des Fensters sich anpasst. Ich finde, das ist mir ganz gut gelungen. Und hier haben wir jetzt die Sticker. Ihr seht diese leicht milchige Folie darüber. Das ist eine Übertragungsfolie. Das heißt, wenn ich die vom Bogen abziehe, habe ich die Sticker da drauf kleben und ich kann sie dann auf das Modell übertragen. Wenn ich dann wieder die Folie abziehe, ist der Sticker schön auf dem Modell drauf. Jetzt habe ich einige der Sticker schon mal übertragen und das Ganze sieht schon sehr schön aus. Die Position ist richtig und darauf kommt es auf jeden Fall auch an, dass man immer genau guckt, wo sitzt die Position, wo muss der Sticker eigentlich hin und dass der Untergrund schön fettfrei ist. Jetzt übertrage ich noch die Rennnummern an die Seite. Ansonsten ist das meine Dodge Viper oder Challenger Viper, wie sie hier in Europa genannt wird, die Nummer 91, meine Version, und ich finde, es ist ein sehr schönes Modell geworden. Wenn ihr mehr zu meinen Sachen sehen wollt, bleibt in der Kress Garage, abonniert uns, wir sehen uns bald, bis dann, ciao und tschüss, euer Kress.